uns ja was ganz was Besonderes aus zwei Gründen. Erstens können wir alle wieder unsere Süßigkeitenladen vollfüllen und zweitens hat unser ältester Bruder Timmy seinen Geburtstag. Hier oben könnt ihr ihn jetzt mal sehen. Heute machen wir was Cooles und zwar machen wir diese Spooky Fledermaus. Weil wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir schon ein bisschen Deko aufgestellt. Aber wir haben uns gedacht, wir können auch Deko noch ein bisschen selber machen und herrichten. Und deswegen machen wir diese Fledermaus. Und das DIY dazu ist ziemlich cool und außerdem finde ich die mega süß. Und zu den Fledermäusen machen wir noch ein paar Specials mit Sachen, die jeder zu Hause hat. Let's go! Arvin, du hast ja auch schon ein Kostüm und es sieht voll cool aus. Was bist du eigentlich? Ich bin eine tote Braut, Schott. Aber du bist ja noch nicht ganz fertig, dir fehlt noch ein bisschen Schminken und so. Aber du hast hier eine Spinne in den Haaren. So, und was entdeckst du jetzt alles an mir? Also, ich entdecke Fledermäuse, Spinnen. Ja. Schwarze Kleidung. Ja. Aber jetzt hast du noch ein Special vergessen, und zwar schon mal hier. Skeletthände. Ja, voll cool, oder? Finger. Skelettfinger, ja. So, Arvin, jetzt sag mal, was brauchen wir alles für unsere Papierfledermaus? Also, wir brauchen Papier in allen möglichen Farben. Als Halloween ist ja schwarz und orange. Und ihr müsst aufpassen, dass es viereckig ist. Also bei allen Seiten gleich. Quadratisch. Also quadratisch. Nicht rund oder nicht rechteckig, sondern quadratisch. Ja, alle Ecken, also alle Seiten sollen gleich lang sein. Gleich lang. Nein. Also wir brauchen nur Papier. Jetzt legen wir mal los. So, wir brauchen mal ein Papierchen. Und das falten wir jetzt einmal so in die Mitte. Dass es aussieht wie ein Geodreieck. Für die, die wissen, wie ein Geodreieck aussieht. Ja. Also was ganz wichtig ist, wenn man es faltet, macht es zuerst so in die Mitte und dann zu den Seiten so mit dem Fingernagel. Ich habe leider nicht besonders tolle Fingernägel. Ja, ich kau die mal. Halt dann so glatt streifen. Also so streichen halt. Wie so ein Butterbrot. Mit dem Nagel. Gut, dann machen wir weiter. Dann haben wir das hier so gehabt. Jetzt drehen wir das so. Und dann knicken wir es nochmal so um. Ja, mit einer Ecke zu machen. Ja, vielleicht schaut ihr, dass es ein etwas dünneres Papier ist. Also wir haben jetzt ein ziemlich dickes hier genommen. Also hier so, das ist jetzt zweiseitig, aber das ist ziemlich dick. Und wir haben auch noch so ein dünneres, also da sieht man einen ordentlichen Vergleich. Mit dem dünneren geht es einfacher zu falten. Dann geht es weiter, dann falten wir wieder das auf, so. Und nehmen diese Spitze jetzt und machen circa so viel. Noch ein bisschen mehr. So viel. Und jetzt müsst ihr das hier noch so umfalten, also die Spitze umfalten. Aber es muss hier noch ein bisschen Platz bleiben, also circa so viel. Ja. So, hast du das? Mhm. Sehr gut. So, und jetzt drehen wir es um. Und jetzt falten wir es einmal noch in der Mitte. So. Und dann falten wir von da die Schräge rauf. Das ist halt genau, wo der Kante liegt. Kante an Kante. So. Sieht wie ein Herz aus. Ja, oder ein Fuchsgesicht. Stimmt. So. Und ist dasselbe halt auf der anderen Seite auch. So eine schlafende Fledermaus jetzt. Gut. Und dann wieder in die andere Richtung falten. So. Und auf der anderen Seite dasselbe. Dass es halt so aufeinander immer liegt. Und dann nochmal falten, wenn es sich ausgeht, in die andere Richtung. Aber dann nur mal so ganz klein. So.
Also immer so ein Hinher, wie bei der Hexentreppe. Hast du es? So, gell? Wo bist du? Hier. Beim Diamanten. So. Und dann so rüber. Ah, okay. Bei der anderen Seite dasselbe. Und dann nochmal so ein bisschen was falten. Nur so. So wenig. So. Okay, verstehe. Jetzt auf der anderen Seite auch. Dasselbe, genau. So, und das ist jetzt das Endergebnis. Das geht natürlich noch viel komplizierter. Da oben seht ihr eine, die hat mein Papa gemacht. Aber da müssen wir noch ein bisschen üben, bis wir die können. Jetzt machen wir noch mehr von diesen Fledermäusen und dann geht's weiter. Fledermäusen. Wir haben jetzt doch mehr schwarz gemacht, weil schwarz ja die traditionelle Farbe ist für die Fledermäuse. Aber natürlich haben wir ein paar weiße und orangene gemacht. So, jetzt braucht ihr eine Lichterkette und eine Heißklebepistole, weil wir machen das jetzt so. Wir geben hier hinten auf die Fledermäuse ein bisschen vom Heißkleber hin und dann bicken wir die Lichterkette hier dran und dann leuchtet das von hinten so. So, und fertig ist unsere coole Lichterkette. Probieren wir es gleich mal aus. Wow, die ist voll süß. Voll schön. Jetzt müssen wir den allen nur noch Augen machen. Okay. Am besten macht ihr die Augen mit einem Permanent Marker. Und fertig ist unsere super coole Fledermaus-Lichterkette. Aber was sagst du? Schön. Für dich machen wir jetzt auch noch eine und dann hängen wir die in unseren Zimmern auf. Mhm. So. Hier haben wir noch eine übrig, die können wir gleich verwenden und dann beginnen wir gleich mit den kleinen wieder. Ich habe jetzt noch ein kleines DIY. Die meine ich ohne der Elia, weil sie schon wieder im Garten ist und Pokémon sammelt. Und zwar sowas. Kleine Hexenhüte. Das habe ich mir nämlich selbst erfunden. Und ihr braucht dafür kleine Filzstückchen, also einfach Filz in allen möglichen Farben. Und dann braucht ihr einen Bleistift, eine Schere. Dann braucht ihr so welche Briefklammern. Und dann könnt ihr eigentlich schon beginnen. Okay, ich mache jetzt einen orangenen Hut. Und jetzt schneide ich ihn aus.
Meine Lehrerin sagt, man muss immer zuerst grob ausschneiden. Und jetzt die Feinarbeit. Und jetzt nehmt ihr hier den grünen Filz oder eine andere Farbe und dann schneidet ihr die Hutkrempe. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen kürzen. So, fertig angepasst. Und jetzt nehme ich keinen Kleber, sondern diese Briefklammer. Weil sonst würde die Ila wieder ihre Heißklebepistole auspacken. Aber die stecke ich dann da durch und dann sieht das nicht nur, das haltet dann nicht nur, sondern es sieht auch aus wie eine Brosche. So geht das jetzt so. Ihr schneidet da, also ihr faltet das zusammen und schneidet dann ein kleines Loch. Und das gleiche mache ich jetzt auch beim Hut. Da falte ich auch das zusammen und mache da auch ein kleines Loch. Und jetzt drehe ich es um und dann steht das da raus. Das mache ich jetzt so, dass es so ist. So umbiegen. Dass es da nicht raus sieht, dass man das nicht sieht, falte ich das dann so um. Und das Coole ist, dabei, da kann man jetzt auch den Finger reinstecken. Fertig ist das DIY. Happy Halloween! Wenn es dunkel wird, dann wird es bei uns immer besonders schön gruselig. Am Halloween-Abend ist es sogar so, dass alle, die bei unserer Tür läuten, eine kleine Show bekommen. Schaut mal! Sobald geklingelt wird, beginnt mein Vater Orgel zu spielen. Meine Geschwister und ich lachen laut und schreien. Und mein größter Bruder macht den Türöffner. Ganz schön gruselig, was? An den Abenden vor Halloween setzen Armin und ich uns am liebsten im Kerzenlicht ins Wohnzimmer und erzählen uns Gruselgeschichten. Also Armin, bist du bereit für die Gruselgeschichte? Ja. Okay. Also,
ein Mädchen war alleine zu Hause, weil die Eltern eingeladen waren, auf einer Feier waren. Keine Ahnung, das weiß man nicht. Und dieses Mädchen hat unter ihrem Bett einen Hund, der immer auf sie aufpasst. Und manchmal in der Nacht, wenn sie Angst hat oder aufwacht, gibt sie mal die Hand unter das Bett und lässt sich vom Hund abschlecken und hat somit das Gefühl, dass sie sicher ist, dass sie halt nicht alleine ist. Und in dieser Nacht hörte sie plötzlich ein Geräusch aus dem Badezimmer und sie ist aufgewacht, ganz müde und hat sich abschlecken lassen und ist dann wieder eingeschlafen. So eine Stunde später oder so ist sie dann nochmal aufgewacht von dem Geräusch, aber ist dann auch sofort wieder eingeschlafen und hat sich abschlecken lassen. Beim dritten Mal ist sie dann aufgestanden und ist ins Badezimmer gegangen und hat gesehen, dass der Hund aufgehängt war auf der Heizung und das Blut vom Hund ist hat auf den Boden getropft und mit dem Blut vom Hund stand auf dem Spiegel: Nicht nur Hunde können schlecken. Verstehst du's? Ja. Der Mörder war die ganze Zeit unter ihrem Bett und hat sie abgeschleckt. Oh Gott. Hast du eine Gruselgeschichte? Ja. Dann erzähl die mal. Also, es war auch ein kleines Mädchen zu Hause. Und die Eltern sind halt irgendwo hingegangen. Und sie ist halt in der Nacht, ist sie schlafen gegangen. Und in der Nacht hörte sie die ganze Zeit tschick, 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 tschick. Und schlief sie wieder ein und irgendwie 5 Minuten später oder so hat es dann nochmal so gemacht. Tschick, 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 tschick. Beim nächsten Mal ist es nochmal eine Stunde später und dann hat sie es nochmal gemacht, also nochmal gehört. Tschick, 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 tschick. Und dann sind halt die Eltern nach Hause gekommen und haben das Kind gesucht, weil es plötzlich weg war. Und weißt du, wo sie es gefunden haben? Nein. Im Kasten tot. Echt? Und weißt du, wer das war? Nein. Das war eine Frau mit 2 Haken. Und deshalb hat sie tschick, tschick. Dann hatte sie aber keine Beine, oder? Sie hatte keine Beine. Tschick, tschick. Oh Gott. Oh Mann, das ist für Gruseln. Hast du auch noch einen? Ich muss kurz überlegen. Eine habe ich noch. Willst du noch eine hören? Mhm. Okay, also ein Pärchen fährt auf einer Autobahn und plötzlich geht ihnen der Tank aus. Die typische Geschichte. Plötzlich geht ihnen der Tank aus und der Mann hat gesagt: Schatz, bleib im Auto. Ich mache mich auf den Weg und suche nach einer Tankstelle. Die Frau ist natürlich im Auto geblieben und hat zur Beschäftigung halt das Radio angemacht und hat gehört, so im Halbschlaf, also sie war schon ziemlich müde und ist fast eingeschlafen, hat sie noch so im Halbschlaf gehört: Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie heute in Ihren Häusern, verschließen Sie alle Türen, alle Fenster. Es ist ein Irrer aus dem Irrenhaus ausgebrochen. Das sind Leute, die halt Irre sind und die... Man weiß gar nicht, was die alles machen können. Und er ist dann irre ausgebrochen. Wirklich, bleiben Sie in Ihren Häusern. Verschließen Sie alle Türen, alle Fenster, einfach alles. Bleiben Sie im Haus. Die Frau schläft ein. Stunden später wacht sie auf, so hat die Augen so aufgemacht und überall sieht sie so Blaulicht und eine Stimme, die sagt: Madam, steigen Sie bitte ganz langsam aus Ihrem Wagen aus. Die Frau stieg aus, ging zum Polizisten und schaute aufs Dach und sah, wie der Irre mit dem Kopf von ihrem Mann in der Hand hielt. Er hat ihn geköpft. Oh Gott. Und an den Haaren so gehalten. Hm. Boom. Ich hab Angst. Das ist so gruselig. Ah!
Wir hoffen, unsere Gruselgeschichten haben euch gefallen und haben euch nicht zu sehr gegruselt. Und wenn ihr auch Gruselgeschichten habt, dann schreibt sie unbedingt unten in die Kommentare. Ich hoffe, also wir hoffen, dass ihr jetzt noch gut schlafen könnt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Happy Halloween! Wo schaust du es noch hin? Ich hab nur so gedacht, dass da hinten ein Skelett tanzt. Ach so. Ist das alles gruselig?